kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einem neuen Projekt. Wir spielen die Mod Bumschack. Einige von euch werden sie vielleicht kennen. Das ist auch eine Mod, die es schon sehr lange gibt. Und hier spielt man einen Ork. Und diese Mod hat eigentlich keine Sprachausgabe, aber der gute Ressa, der Entwickler von Game TTS, war so freundlich, eine Sprachausgabe zu erstellen. Also, großes Dankeschön geht nochmal raus an dich, Ressa. Ich bin sehr gespannt auf die Mod, ich bin sehr gespannt auf die Sprachausgabe und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier lange rumerzähle, starten wir mal ein neues Spiel. Die Info natürlich wie immer, wenn ihr die Mod selber spielen wollt mit Sprachausgabe, alle Links in der Beschreibung. Willkommen in unserer Horde, Bumschack. Ich bin Nakesh. Du unterstehst hier meinem Befehl. Alle Krieger im Tal bereiten sich auf den großen Sturm auf die Burg vor. Unsere Chancen stehen gut. Die Menschen sind geschwächt. Aber bevor ich dich in den Stand des Kriegers erhebe, musst du mir erst beweisen, dass du würdig bist. Ich habe auch gleich eine erste Aufgabe für dich. Unsere Nahrung wird knapp. Du musst für die Horde auf Jagd gehen. Überquere die Brücke und halte dich dann rechts. Auf dem Weg hoch in die Berge wurde eine Rotte von Beißern gesichtet. Töte sie und bringe mir ihr Fleisch. Ich werde dich nicht enttäuschen, Nakesh. Episode 1, Ork Speer. Ja, sehr interessant. Wir haben anscheinend die Stimme von Urkrass aus Gothic 3. Und Nakesh hat eine ganz neue Ork-Stimme bekommen. Und zwar eine Ork-Stimme, die gemischt ist mit der Stimme von Xardas, wenn ihr das so ein bisschen rausgehört habt. Also Ressa hat sich hier wirklich was einfallen lassen und hat noch die eine oder andere neue Ork-Stimme mit reingebracht. Sehr, sehr cool. So, ich glaube, Charakterwerte hatte man bei dieser Mod nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht kommen die ja später noch. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Wer bist du denn? Bobak. Für die Horde. Für die Horde, Bumschack. Für die Horde. Für die Horde, Bumschack. Okay, der hat jetzt nicht so viel zu erzählen. Okay, einem Speer ist es nicht gestattet, einen Schamanen anzusprechen. Aber wir machen es mal trotzdem. Oh, ein Goldbrocken. Den nehmen wir natürlich mit. Und sonst sind wir hier. Ja, hier war in Gothic 1 die Höhle mit den schwarzen Goblins. Vorne ist der Orkwall. Ork. Für die Horde. Tod den Menschen, Bumschack. Tod den Menschen. Die Ork-Stimmen sind schon cool. Okay, die normalen Krieger, den kann ich nicht reden. Dann machen wir mal die erste Quest. Wir sollen uns die Beißer holen. Das können wir auch gerne tun. Da ist schon einer. Oh, der kommt auch direkt. Interessant, ich kriege auch keine Erfahrung, wie es scheint. So, komm mal her. Ich muss gerade mal gucken, habe ich keine Musik drin? Audio. Ja, die Musik ist aus. Das wollen wir natürlich nicht. Die Musik soll natürlich an sein. Also wenn man sich so ein bisschen
das Ork-Kampfsystem reinfindet, dann funktioniert das ganz gut. Und man kann damit genauso gut kämpfen wie mit den Menschen. So. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt zurück zum Boss. Geben die Quest mal ab und schauen, was dann passiert, was wir als nächstes aufgetragen bekommen. Oh, ich habe auch ein paar Heiltränke, das ist doch schön. Ich bin sehr gespannt, ob wir nachher dann wirklich im Laufe der Story die Burg angreifen werden. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Erstmal sind wir noch ein kleiner Speer. Ich habe die Beißer getötet und bringe dir ihr Fleisch. Gut, ihr Fleisch wird unsere Horde stärken. Komme wieder, wenn du bereit für die nächste Aufgabe bist. Ich bin bereit für weitere Aufgaben. Gut, ich habe einen weiteren Auftrag für dich, Bumshak. Der Schamane Mumnak benötigt 10 Heilpflanzen, um Heiltränke für unsere Brüder an der Front zu brauen. Entlang unserer Palisade wachsen diese Pflanzen. Überquere die Brücke und halte dich dann links. Bringe die Pflanzen aber nicht zu Mumnak, sondern zu mir. Wie du weißt, darfst du es als Speer niemals wagen, einen Schamane anzusprechen. Auch wenn diese Aufgabe nicht die Axt eines Kriegers verlangt, so musst du doch lernen, dass sie von genauso großer Wichtigkeit ist. Kannst du mir sagen, warum? Ja, weil sie dem Wohl der Horde dient. Genau so ist es. Und nun mach dich auf die Suche. Ich find's cool, dass wir auch eigentlich so ein störrischer Ork sein können, der sagt, ich will nicht Kräuter sammeln gehen. Aber wir dienen natürlich der Horde und unseren Boss. Aber die Sprachausgabe ist sehr gelungen, also ein großes Lob geht raus an dich, Reza. Gerade die neuen Ork-Stimmen feiere ich sehr. Und es ist ja schon klar, dass wir als Speer hier noch ein paar niedere Aufgaben erledigen müssen. Ich wollte nur sicher gehen, ob hier nicht auch eine ist. Ich hoffe und ich denke, wir werden später noch ein paar andere Aufgaben bekommen. Aber man muss sich ja auch hocharbeiten, ne? Mir ist gerade nur aufgefallen, dass immer wenn ich mit jemandem spreche und dann der neue Satz beginnt, dass immer so ein kleiner schwarzer, wie so ein so ein Flimmern ist da immer, so ganz kurz, nur für eine Sekunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr störend ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich hatte das auch eben schon einmal. Also quasi, bevor ich angefangen habe, das erste Mal zu spielen, zu testen, ob alles geht, da war das auch, da habe ich extra das Spiel nochmal neu gestartet, aber anscheinend ist das kleine Problemchen immer noch da. Ich denke, das wird jetzt auch nicht so groß die Rolle spielen. Naja, so, wie viele Heilpflanzen haben wir? 6. Wäre cool, wenn ich mit den normalen Kriegern auch sprechen könnte, wie mit den Ambient-NPCs. Man so fragt, und? Was hältst du? Was hältst du vom Orkwall? Oder was gibt's Neues? Oder was gibt's zu essen? Alles wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Naja, dann können wir ja fröhlich wieder zurückspringen. Und ich hoffe, die nächste Aufgabe wird dann etwas anspruchsvoller.
Aber wie gesagt, man muss ja auch seine Leute prüfen. Sie auch auf die normalen, niederen Aufgaben. Ob sie da auch auf einen hören und das auch alles machen. Das ist halt so. Als Soldat dass man auch seinen Vorgesetzten natürlich Folge leisten sollte. Nicht ganz blind, aber ich meine, es ist der Horde dienlich. Und wir sind natürlich ein treuer Gefolgsorg. Da machen wir das. So, Chef. Ich habe die 10 Heilpflanzen besorgt. Ausgezeichnet. Sie werden unseren Brüdern neue Kraft für den Kampf gegen die Menschen geben. Du leistest der Horde wertvolle Hilfe, Bumschak. Komme wieder, wenn du bereit für die nächste Aufgabe bist. Ich bin bereit, Chef. Gibt es etwas, was ich tun kann? Gut, dass du fragst, Bumschak. Buba, einer unserer Kriegshunde, ist verschwunden. Er hat einen Beißer gejagt und hat sich wohl verlaufen. Wahrscheinlich ist er hoch in die Berge gelaufen. Finde ihn und bringe ihn zu Bock. Bock ist der Krieger auf der Brücke. Also eigentlich sollten wir doch Bock kennen, wenn wir hier wirklich ein- und ausgehen. Für die Horde. Tod den Menschen, Bumschak. Tod den Menschen. Na gut, dann suchen wir mal. Buba. Buba ist auch ein sehr fantastischer Name für einen Warg. Ja, wenn er sagt, er ist in die Berge gelaufen, dann schätze ich mal, entweder, dass er dahin ist, wo wir eben schon mal waren, in dieser kleinen Nische da vorne, oder dass er da weiter hoch ist. Ich schaue erstmal hier. Aber wenn er hier nicht ist, dann gehen wir gleich mal den anderen Weg hoch. Ist er nicht. Ein Snapper. Komm her, Snapper. Nicht kalt. Easy peasy. Oh, ich kann sogar Krallen abnehmen. Schön, schön. Zur Felsenfestung. Da ist ein Drachenjäger. Cool ist das denn? Ich will mal gucken, was der da macht. Das ist halt echt witzig. Kann ich dir Schaden machen? Oh, die sind stark. Ich weiß nicht, ob ich den besiegen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ja gut, lassen wir den Drachenjäger mal zufrieden. Der hält, also man kann es schaffen, aber der hält echt viel aus. Aber ey, es ist irgendwie witzig, mal die Seiten zu wechseln.
Da schlendert er entspannt zurück. Als Ork klettern ist auch immer so ein bisschen komisch. Es geht manchmal und manchmal nicht. Aber man kann ziemlich hoch klettern. Höher als der Mensch. Da ist er doch. Oh shit. Ich zwei. Na, da komm mal ran. Okay, die machen ja gar nicht viel Schaden. Ich war so sorgsam eben, dass sie mich nicht treffen. Wäre gar nicht nötig gewesen. So, bevor wir zum Wag gehen, schauen wir uns erstmal hier um. Komm her, Snapper. Tja, der ist wohl da runtergefallen. Ich freue mich schon später dann als stärkerer Ork gegen die Drachenjäger zu kämpfen. Ich weiß auch gar nicht, wie lang diese Mod geht, was das für einen Umfang hat. Und Türen kann ich leider nicht öffnen, das ist jammerschade. Komm mit! ein sehr interessantes Wuffgeräusch. Ah, wie cool. Oh Mann, ey. Die Game TTS ist aber so großartig. Ist eigentlich Gestad hier. Den hätte man eigentlich hier mal lassen müssen. Guck mal mit Bubba. Sehr gut machst du das. Du hast Bubba gefunden. Gute Arbeit, Bumschak. Ich werde mich um ihn kümmern. Danke, Bock. Kein Problem. Mach ich doch gerne. So, Chef. Neue Aufgabe? Ich habe Bubba gefunden. Er hatte sich in den Bergen verlaufen. Dumm wie Stroh. Aber an der Front sind sie unbezahlbar. Du hast der Horde erneut einen großen Dienst erwiesen, Bumschak. Der Meister schätzt Loyalität. Mache so weiter und deine Zukunft wird großartig sein. Komme wieder, wenn du bereit für weitere Prüfungen bist. Bubba, ich bin stets bereit. Gib mir einfach die neue Prüfung. Ich bin für weitere Prüfungen bereit. Gut, Gashpak hat schon über sich und die Horde gebracht. Der einzige Weg für ihn ist nun der Freitod. Er ist zu den Höhlen bei der Burg gegangen. Finde seine Leiche, bring ihm hier seine Axt und stelle so die Ehre der Horde wieder her. Okay. Wir erfahren nicht, was er gemacht hat. Sind einfach das Tötungskommando.
Schade, ich dachte, Bubba knurrt mich nochmal an. Zu den Höhlen bei der Burg. Da könnte jetzt ja viel gemeint sein. Kommen gerade mehrere Höhlen in den Sinn. Oh, ich will mal gucken, ob hier die langsame Schwimmanimation auch so merkwürdig ist. Ne, die gibt's einfach gar nicht hier. So, Varänchen. Ich sollte trotzdem ein bisschen vorsichtiger kämpfen, weil ich nicht unendlich Heiltränke habe. So, entweder diese Höhle hier oder die da vorne oder die einmal um die Burg rum. Ach, guck mal an. Da ist er doch. Naja, das war ja einfach. Ich dachte, ich dürfte das selbst machen. Und man muss sagen, Gaspach war ein ziemlich schwacher Ork, wenn er gegen einen Minecrawler verloren hat. Was soll denn das? Ich meine, wir könnten auch jetzt hier ein bisschen rumlaufen und die Gegend erkunden, aber ich mache das gerade bewusst nicht, weil ich gehe davon aus, dass wir das ganze Minental in den Quests sowieso besuchen werden. Deswegen, ich habe gelernt, bei Mods ist es in der Regel gut, wenn man erstmal macht, was einem gesagt wird. Weil wie oft habe ich schon mir irgendwas verbaut, weil ich dann zu früh in ein Gebiet kam, wo ich noch gar nichts zu suchen habe. Und gerade bei dieser Mod bin ich etwas vorsichtiger, weil die auch schon älter ist. Und man muss ja sagen, die ersten Mods sind natürlich auch technisch nicht ganz so ausgereift wie Mods, die später kamen. Aber naja, wir werden wahrscheinlich sowieso noch das ganze Minental besuchen. Ich habe die Axt von Gaspack geborgen. Sehr gut. Die Ehre der Horde ist dank dir wiederhergestellt. Du bist nun würdig, die letzte Prüfung auf dich zu nehmen. Komme wieder, wenn du bereit bist. Willst du gar nicht wissen, dass ihr einen Minecrawler umgebracht habt? Also ich dachte, ich werde jetzt geprüft. Ich dachte, der sagt jetzt so, hast du das getan oder was ist passiert? Dass man die Wahrheit sagt oder eben nicht. Ich bin bereit für die letzte Prüfung. So sei es. Um in den Stand des Kriegers erhoben zu werden, musst du ein Kulumulu fertigen. Diese Standarte weist dich als furchtlosen Krieger aus. Ein Kulumulu wird durch die Zähne eines jungen Bluthundes, die Krallen eines Snappers und die Zangen eines Minecrawlers geschmückt. Bluthunde treiben sich meist in Wäldern herum. Snapper findest du in den Bergen und Minecrawler bewohnen in der Regel Höhlen. Töte diese Tiere und bringe mir die drei Bestandteile. Vielleicht hast du ja bereits welche erbeutet. Jo, die Snapperkrallen. Den Minecrawler konnte ich aber eben nicht looten. Naja, dann besorgen wir mal das Kulumulu. Das Kulumulu heißt so, weil es ziemlich cool ist. Das wissen die wenigsten. Aber dann ist die Frage, was ist das Ulumulu dann? So, da vorne im Wald könnte ein Bluthund sein. Ich könnte auch mal in die ganzen Zelte gucken, vielleicht liegen da noch ein paar coole Sachen drin. Wenn wir gerade schon mal da sind. Hm.
Wir könnten den theoretisch hier runterlocken. Aber ich mach's mal lieber nicht. Wobei, wir könnten speichern. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Sag mal, Uda, warum hast du eigentlich keine Armbrust? Das ist ja die Sache. Hier komme ich hoch. Aber hier nicht. Komm her, Mistvieh. Oh shit, die kommen jetzt alle. Oh shit. Da ist wieder eins von diesen Biestern. Komm her, Mistvieh. Oh shit. Rubbels, Attacke. Oh shit, die machen voll viel Schaden. Die bringen die alle um. Was? Das war's mit dir, Mistvieh. Okay, mit Paladin lege ich mich besser noch nicht an. Die sind heftig. Ah, ist ein junger Bluthund. Oh shit, das war gefährlich. Ist hier noch einer? Oh, da ist ein Schattenläufer. Ach, Schattenläufer lasse ich lieber, weil nachher muss ich das Horn von dem noch besorgen und dann kann ich es jetzt noch nicht looten. Lassen wir lieber. Ich denke, den Lurker können wir uns holen. Das sollte kein Problem sein. Oh, der Lurker macht aber ein bisschen mehr Schaden. Okay, die kann ich aber auch noch nicht looten. Sag mal, lässt du wohl den Ork in Ruhe? Ja, so muss man es den Biestern geben. Dann checke ich mal die Höhle da vorne ab. Da könnte ja ein Minecrawler drin sein. Wird so ein bisschen schade, dass ich keine Erfahrung sammeln kann. Das ist echt ein bisschen komisch, weil irgendwie nimmt das einen so ein bisschen diesen Rollenspiel-Aspekt ja weg, ne? Weil sonst hat man ja immer was zu tun. Man denkt so, okay, dann laufe ich die Karte ab, töte die Viecher, sammle Erfahrungspunkte, dann kann ich ein bisschen Stärke noch lernen und so. Das fehlt hier anscheinend. Aber wer weiß, vielleicht muss ich auch den Rang eines Speers erstmal hinter mir lassen. Und dann kann ich auch Sachen lernen. Ich weiß es ja nicht. Weil noch habe ich auch kein Charaktermenü. Und wer weiß, ob es je kommt. Lurkasch. Der ist anscheinend für später. Oh, da sind Ritter. Die Sache ist, wenn ich den jetzt hier rauslocke, dann bringen ihn die anderen ja easy um. Alarm! Ja, Alarm, Kumpel. Heiliges Licht. Kann ich das benutzen? Ich kann das benutzen, wie geil. Das kann ich nicht benutzen. Schade. Okay,
Okay. Warum war der hier so alleine? Nee, ich kann das doch nicht benutzen. So, ich habe das zwar ausgewählt, aber... Ist auch die Frage, ob ich den dann töten soll. Dann machen wir das lieber mal nicht. Tja, wo kriege ich jetzt einen Minecrawler her? Ich könnte ja mal Richtung Silvestros Mine gehen. Da schauen, ob da einer ist. Mal den. Ah doch, jetzt kann ich den looten, okay. Merkwürdig, vorher ging das nicht. Dann müsste ich auch alles zusammen haben. Können wir eigentlich zurück? So läuft man als Ork voll schnell. Diese Laufanimation sieht auch richtig witzig aus. Kann zwar so nicht mehr springen, aber man ist richtig flott. Macht er irgendwie größere Schritte? Auch die Faustkampf-Animationen vom Ork sind ziemlich cool, weil der hat so ein Uppercut. Richtig geil. Und ach genau, die Laufattacke. Wenn man, das ist aber mit beiden Händen. Ich habe alle Bestandteile des Kulumulu. Ich wusste, dass du nicht scheitern wirst, Bumschak. Ich erhebe dich hiermit in den Stand des Kriegers. Trage das Kulumulu mit Stolz. Begib dich nun zur Burg der Menschen. Unsere Brüder belagern sie schon sehr lange. Doch jetzt ist die Gelegenheit günstig. Der Sturm steht kurz bevor. Melde dich beim Kriegsherrn Norschak. Er steht genau vor dem Tor der Burg. Du erkennst ihn an der Axt. Viel Glück, Bumschak, für die Harbe. Für die Horde, Narkisch. Episode 2. Orkkrieger. Ach guck mal, ich habe jetzt sogar eine bessere Waffe bekommen. Das Kulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte wurde in den Stand der Krieger erhoben. Schön. Ja, wir haben auf jeden Fall eine geile Axt jetzt. Schauen wir mal, was unser neuer Kriegsherr von uns möchte. Ich hoffe, wir dürfen jetzt dann mal gegen ein paar Menschen kämpfen. Genau vor dem Tor steht er. Muss ich hier noch einmal rumlaufen. Vielleicht treffen wir auch noch Urshak. Ach Mist, jetzt habe ich gar nicht mit dem Schamanen gesprochen. Muss ich auch noch machen. Ist den Orks nicht eigentlich voll langweilig hier den ganzen Tag? Und die stehen auch oft so voll weit weg voneinander, die unterhalten sich gar nicht. Haben die sich nichts zu erzählen? Da ist er.
Sehr gut. Frisches Fleisch für die Horde. Siehst du diese Burg? Sie wird schon bald ein Grab für alle Menschen in ihr sein. Unser Meister hat einen seiner Diener in die Burg geschleust. Er wird uns das Tor öffnen. Die Menschen würden ihn einen Besessenen nennen. Doch für mich ist er ein Held. Wir werden die Menschen überraschen und in Stücke reißen. Aber vorher musst du noch etwas für mich tun. Wir benötigen die Unterstützung aller Horden rund um die Burg für den Sturm. Geh zu den drei anderen Kriegsherren und bring mir ihre Ringe. Sie sind ein Symbol für ihre Bereitschaft zur Schlacht. Wenn ich alle Ringe habe, werden ich das Horn des Gorak ertönen lassen und den Angriff eröffnen. Du findest die Kriegsherren Tumpak, Dukash und Farok bei ihren Truppen rund um die Burg. Du erkennst sie an ihren Äxten. Beeile dich. Für die Horde. Für die Horde, Nurshak. So, so. Ja, einen von denen haben wir ja schon gesehen. Brauchen wir mal. Einfach hier rum, schauen uns die Elite-Kriege an. Aber es wäre eigentlich schon cool, wenn auch an der Rüstung irgendwas zu erkennen wäre. Aber wie gesagt, das ist eine sehr alte Mod. Und da war, glaube ich, die Modding-Community noch jung, quasi. Für die Horde, Dokash. Was heißt hier für die Horde? Tod den Menschen, tod diesem Abschaum. Erst töten sie Harshpak, unseren glorreichen Führer Harshpak. Dann schicken sie so einen Irren mit brennendem Schwert, der sich durch unsere Reihen schnetzelt, als wäre sattes Keilerfleisch. Aber unsere Rache wird grausam sein. Jeder in der Burg wird darum betteln, endlich vom Tod erlöst zu werden. Allerdings ziehe ich niemals in die Schlacht, ohne mir nicht vorher den Beistand eines Schamanen geholt zu haben. In unserem alten Dorf vor dem eingestürzten Tempel lebt der Schamane Horanak. Er ist der Bruder von Harshpak. Suche ihn auf und bitte ihn um seelischen Beistand. Dann werde ich dir auch meinen Ring überlassen. Okay. Im alten Dorf. Das ist auch interessant. Dann gehen wir da mal schauen. Die anderen Kriegsherren laufen ja nicht weg. Mal gucken wir an, die sind Razor. Oh, sogar die Razor-Schreie haben sie mal eingebaut. Normalerweise laufen die ja einfach los in Gothic. Hier ist auch ein Paladin. Ich weiß halt nicht, ob ich hier für Quests nochmal hin muss, ne? Deswegen lassen wir erstmal die Paladine. Die Attacke ist halt wirklich blöd, der zweite Schlag. Die darf man nicht machen. Oh, da ist sogar ein Drachensnapper. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Aber coole Anspielung gerade auf den Helden. Und Harshpak ist tot, also gehe ich davon aus, dass der Held Kurines verlassen hat und ist danach spielt hier. So, kann ich dich auch besiegen? Ach guck mal, die haben die Mine da unten erobert. Die machen gar nicht so viel Schaden. Ich
Ich finde es aber cool, dass die Snapper hier nicht direkt loslaufen, sondern erstmal so schreien. So, ist hier auch jemand, der was zu sagen hat? Nee? Naja. Dann suchen wir mal diesen Schamanen. Halt! Horde, Rang und Name? Nurshak, Krieger Bumshak. Ha! Frischfleisch direkt von der Front. Was treibt dich hierher? Ich will Roranak um seelischen Beistand für den Sturm auf die Burg bitten. Gut, du darfst passieren. Aber mach keinen Ärger, hörst du? Ja, klar. Ah, nice, die sind ja auch am Abdancen. Für die Horde, ehrwürdiger Roranak. Für die Horde, Krieger. Was kann ich für dich tun? Der Kriegsherr Dokash bittet dich um seelischen Beistand für den Sturm auf die Burg der Menschen. Dokash, sagst du? Ich kenne ihn schon sehr lange. Stark und geschickt, aber er lässt sich zu sehr von seinem Hass leiten. Überbringe ihm diesen Glücksbringer. Er wird ihm helfen, in der Schlacht niemals mutlos zu sein. Mögen unsere Ahnen uns beistehen. Vielen Dank, ehrwürdiger Roranak. Was geht hier für eine Party ab? Für die Horde-Elite. Ja, ja, du mich auch. Dieses verdammte Wagfell. Es ist total verwanzt. Dieser Juckreiz bringt mich noch um. Warum schmeißt du es da nicht einfach weg? Bist du verrückt? Dann müsste ich ja auf dem Hakenboden schaffen. Nein, das kann ich meinem Hinterteil nicht zumuten. Und wenn du dir einfach ein neues Fell besorgst? Das nützt nichts. Die Waage sind alle verwanzt. Die Schattenläufer sind auch nicht besser. Mein Traum wäre ja ein Schafsfell. Das ist weichfrei von Wanzen und Flöhen und auch leicht zu waschen. Wenn du mir ein Schafsfell besorgen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Ich würde dir dafür zwei wunderschöne Goldborken geben. Sie sind hier in Tal sehr selten. Gut, ich werde sehen, ob ich ein Schafsfell für dich finde. Boah, da mal gucken, wo uns ist. Vielleicht ist in der Arena noch das eine Schaf. Können uns das schnappen. Ach, guck mal, hier unterhalten die Orks sich sogar. Ist ja das, was ich eben meinte. Cool. Wie ist die Lage? Mittlerweile hat es sich wieder beruhigt. Aber kurz nachdem der Tempel einstürzte, war es sehr schlimm. Die meisten von uns waren sofort tot. Die wenigen Überlebenden flohen in Panik. Die Schamanen ermahnten uns, diesen Ort zu meiden. Doch Roranak ließ sich nicht beirren. Er ließ dieses Lager hier errichten. Er wollte verhindern, dass die Menschen diesen Ort plündern und schänden. Außerdem wird am Lagerfeuer gemunkelt. Er beziehe noch immer uralte Kräfte aus den Ruinen des Tempels. Manchmal hört man in der Nacht noch merkwürdige Geräusche aus den Ruinen kommen. Sie klingen wie die Schreie unserer verschütteten Ahnen. Aber das ist weder mein noch dein Problem. Sollen sich doch die Schamanen um solche Dinge kümmern. Können wir da vielleicht auch noch hin? Okay, da scheint nichts zu sein. Aber nett, dass überhaupt mit mir hier gesprochen wird und dass die mich aufklären. Ja gut, dann können wir eigentlich zurück zu diesem anderen Typen. Dann gehe ich mal in die Arena. Und vielleicht ist da ja noch das altbekannte Schaf. Wer weiß.
Komm ich hier hoch? Nö. Ich kann mal generell hier bei diesen... Ne, wollte ich da hin? Da? Ne, wir gehen erstmal zurück. Ich kann mich auch später noch umschauen. Aber wir könnten diesen Schattenläufer töten hier. Ah, das Horn kann ich sogar mitnehmen. Schön, schön. Irgendwas zu erzählen? Nö. Ich muss auf jeden Fall nochmal versuchen, irgendwann zu den Drachen zu gehen. Wobei, die Drachen sind ja tot, wenn das nach der Zeit des Helden hier spielt. Das tut es ja offensichtlich, weil Hoshback tot ist. Oder der Held ist hier noch da und läuft hier irgendwo rum. Oder er ist gerade in Kurin. Ja, okay, wenn er gerade in Kurin ist, dann sind aber die Drachen vermutlich tot. Naja, wird sich schon zeigen. Vielleicht bekommt ja der Held sogar noch einen Auftritt. Ich habe mit Horanak gesprochen und bringe dir diesen Glücksbringer. Ausgezeichnet. Hier hast du meinen Ringkrieger. Ich kann es einfach nicht abwarten, diesen haarlosen Schwächlingen in den Arsch zu treten. Mal da oben in der Höhle gucken. Wenn ich da hochkomme. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem mit dem Klettern. Manchmal geht's, manchmal nicht. Hier ist auch gar nichts. So, wer von euch ist denn noch ein Chef hier? Ich finde das wirklich beeindruckend, dass hier schon so Cloth Physics sind. Wenn man bedenkt, von wann das Spiel ist. Oh, wie cool wäre das, wenn hier schon die Rüstung sowas hätten. So ein Cape oder so bei so einer Ritterrüstung. Für die Horde, Farok. Für die Horde, Krieger. Du willst bestimmt meinen Ring haben. Dafür musst du aber auch was für mich tun. Ich will ein Schwert. Schau dir diese Äxte an. Die sind doch scheiße. Viel zu unförmig. Damals hatten wir diese schicken Schwerter. Ja, das waren noch Zeiten. Jetzt haben die Echsenmenschen unsere alten Schwerter. Diese Bastarde. Wie gerne würde ich einem von ihnen die Fresse einschlagen und ihm das Schwert abnehmen. Aber wie du weißt, sind wir eine Allianz eingegangen. Ich als Kriegsherr kann mir keine diplomatischen Verwicklungen leisten. Aber du bist neu hier. Dich kennt hier noch keiner. Im Zelt oben auf der Anhöhe treibt sich einer von den Bastarden um. Bringe mir sein Schwert. Na gut. Weil die Echsenschwerter ja auch mehr ein Hackmesser sind als ein wirkliches Schwert. Wie, der greift mich direkt an? Was ist denn aus unserer Allianz? Ich dachte, ich könnte mit dem reden.
Als der Ork eben gesagt hat, das ist doch scheiße. Das hat er so witzig betont. Oh Junge, ey. Ich habe der Echse das Schwert abgenommen. Hier ist es. Sehr schön. Schau es dir an. So muss eine Klinge aussehen. Findest du nicht auch? Ist doch voll schäbig. Oh nee, komm, wir lassen ihn im Glauben. Wunderschön. Ja, so ist es. Naja, egal, hier hast du meinen Ring. Tut den Menschen, Krieger. Jo, dann wird das auch geschafft. Ach, genau, ich wollte ja nochmal mit dem Schamanen reden. Ich glaube, das mache ich mal eben. Sprinten wir eben mal glücklich zurück. Ich will nur wissen, ob der was zu sagen hat. Vielleicht hat er ja auch noch eine Nebenquest. Weil im Rang eines Kriegers darf ich das ja alles. Diese Laufanimation ist so genial. Also wirklich, die Leute, die damals bei Gothic 1 und 2 die Animation gemacht haben, wirklich. Die haben so ein eine Meisterleistung vollzogen, wirklich. Das, ich kann mich an den Gothic 1 und 2 Animationen einfach nicht satt sehen. Wie kann ich... Ah, okay. Oh, dir fällt leider nichts Passendes ein. Grüß Gott. Grüß Gott? Was? Naja, okay. Grüß Gott ist ja auch in Ordnung. Wisst ihr, was geil wäre? Ein Ork, der Akrobatik könnte. Akrobatik-Sprünge. Fackel habe ich ja nicht, ne? Deswegen ist es jetzt leider recht düster und ich kann auch nicht schlafen gehen. Das ist natürlich schade. So, wer von euch ist denn noch ein Chef hier? Ach, und ich wollte bei der Arena gucken. Vielleicht ist ja das gute Schaf da. Ah, leider nicht. Leider nicht. Okay, da vorne ist noch ein Anführer. Für die Horde Tunpak. Für die Horde Krieger. Lass mich raten. Du willst meinen Ring haben. Ha! Ja, glaubst du denn? Ich gebe meinen Ring jedem dahergelaufenen Idioten. Wenn du meinen Ring haben willst, musst du mir erst beweisen, dass du würdig bist. Besorge mir das Horn eines Schattenläufers. In dem kleinen Wald in der Nähe treibt sich einer rum. Weggetreten. Ich töte ihn mal, weil ich habe zwar schon den... so das Horn, aber wir töten den mal. Es ist immer so witzig, mit welchen Stimmen Resser immer rum experimentiert hat. Das war auf jeden Fall ein Diego-Ork. Das habe ich herausgehört. Bei den anderen Stimmen ist es teilweise auch echt schwierig. Ja, Orks haben ja eigentlich Angst vor Schattenläufern. Also immer wenn man als Schattenläufer einen Ork angreift, dann läuft er weg. Zumindest war das in Gothic 2 so. Aber wenn die dann kämpfen, dann gewinnen die locker. Schattenläufer sind ja in Gothic 2 voll schwach. Die sind genauso stark wie Wagen. Ich habe den Schattenläufer erlegt und bringe dir das Horn, Tunpak. Ha!
Das hätte ich dir nicht zugetraut. Nun gut, hier hast du den Ring. Weggetreten. Jo. Tupac Shakur ist sein voller Name. Ja, da haben wir alles erledigt, ne? Bin gespannt, ob jetzt direkt der Sturm auf die Burg stattfindet. Irgendwie kann ich mir das noch nicht vorstellen. Achso, steht eigentlich hier was zum Schafsfell noch? Nö, der hätte gern Schafsfell. Aber nicht, wo man es findet. Ich habe alle Kriegsherren aufgesucht. Sie sind bereit für den Sturm auf die Burg. Hier sind ihre Ränge. Ja, endlich. Du hast dich bewährt. Ich erhebe dich in den Stand der Elite-Krieger. Hier hast du eine neue Rüstung, eine neue Waffe und ein paar Heiltränke. Ich werde jetzt das Horn des Garok erklingen lassen. Tod den Menschen. Bist du bereit? Okay. Ich spreche hier. Kleinen Waffenknechte. Okay, die Ritter sind schon ein bisschen stärker. Aber das ist ja auch gut so. Oh, der kam von der Seite, aber angelaufen. Oh krass, der hat die Musik. Mist viel weniger. Shit, sorry Elite, das wollte ich nicht. Junge, die Paladine gewinnen hier. Das ist so übel, das mal von dieser Seite zu spielen. Ist der noch ein Magier oder so? Komisch, dass die Paladine nicht ihre Paladin-Magie benutzen. Normalerweise zücken die alle ihren hier im Zauber heiliger Pfeil. Die Paladine kann ich jetzt hier nicht plündern. Ist hier noch jemand? Ich schätze mal nicht. Er chillt hier einfach und trinkt sich einen dicken Grog. Ah, Schafe. Die anderen lassen wir mal am Leben, ne? Für die Horde Norschak. Für die Horde Bumschak. Bumschak. Wir gehen sofort gleich ins Haus der Ritter. Beziehungsweise, wir machen das in der nächsten Folge, denn die Stunde ist schon rum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.